Es kann dich stundenlang fesseln und so die Zeit im Nu verfliegen lassen. Kehre zurück zum Portalbaum, durch den wir nach Mauswald gekommen sind. Dort wirst du deinen ersten Zauber lernen. Du hast doch sicher schon deine Karten, oder? Jerry? Ja! Weißt du, wie man Quartett spielt? Nein. Ich zeige es dir. Nehmt eure Plätze ein! Du kannst mit deinen magischen Karten aus der Halle der Schüler auch spielen. Hier in Mauswald kennt man das Spiel unter dem Namen Quartett. In diesem Spiel gibt es 32 Karten aus 8 Quartetten oder Familien und natürlich 4 Karten pro Quartett. Solltest du noch... Die hast du bestimmt. Hat dein Gegner die Karte, nach der du gefragt hast, nicht? Dann musst du eine Karte vom Stapel nehmen und dein Gegner darf nach deinen Karten fragen. Hat dein Gegner die Karte, nach der du fragst, bekommst du die Karte und darfst weiterfragen. Du siehst, es ist wichtig, sich zu merken, nach welchen Karten man bereits gefragt oder welche Karten der Gegner dir bereits geklaut hat. Denn dann kannst du nahezu voraussagen, welche Karten er hat. Je besser dein Gedächtnis, desto größer stehen die Chancen zu gewinnen. Denk dran, du kannst mit den Karten spielen, doch ihr wahrer Wert liegt nicht im Glücksspiel. Trotzdem, viel Glück. Ja, das war Absicht. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Die Karte hast du ganz bestimmt. Mal sehen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Nein, schon wieder nicht? Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr schön. Mal sehen. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr schön. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte hast du ganz bestimmt. Gut gespielt. Mal sehen, welche Karte du da hast.
Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr gut. Mal sehen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Na, verflixt. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Schade. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Mal sehen. Die Karte, die hast du bestimmt. Ich war mir sicher, dass das klappt. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Wie machen die das nur immer? Gegner fragt nach Karte. Diese Karte ist leider futsch. Gegner fragt nach Karte. Die Karte wollte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte. Na, warte! Gegner fragt nach Karte. Diese Karte ist leider futsch. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Die Karte hast du ganz bestimmt. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr gut. Quartett. Mal sehen, welche Karte du da hast. Hui, das ist gar nicht so leicht. Hier in Mauswald spielt man gerne Karten. Wenn die Mauswalder deine Karten sehen, werden sie Feuer und Flamme sein, mit dir zu spielen. Außerdem kannst du weitere geheime Karten finden. So wie diese hier. Das ist ja Mama. In der Tat. Bedenke, es gibt 4 Karten in jedem Quartett. So wie es 4 Portalbäume gibt. Untrennbar verbunden. Wo sie liegen, kann dir diese Sternenkarte zeigen. Deine Mutter ist die 2. Spielkarte deines Quartetts. Und die anderen beiden? Du wirst meine Worte früh genug verstehen. Und dann wird sich alles ändern. Wir haben nicht viel Zeit, aber nun gut. Das